Ferrarino. Geschichte ist damit auch gedeutete Verfahren. Das heißt, Geschichte ist nicht einfach die objektive Rekonstruktion von etwas Gewesenen. Geschichte ist immer ein Stück Konstruktion. Wahrheit und Dichtung sind über Geschichte eng miteinander verbunden. Das heißt, zu unterschiedlichen Geschichtsbildern kann man kommen für die gleiche Vergangenheit. Das ist ein sehr alter Mechanismus. Mindestens so alt, wie wir eine schriftliche Überlieferung haben. Phialtes, ein griechischer Staatsmann aus dem 5. Jahrhundert vor Christus, hat mal geschrieben, Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Und der geistreiche Spötter Voltaire hat formuliert, Geschichte, das sind die Lügen der Sieger. Kurze Zeit später hat das Napoleon Bonaparte etwas staatsmännischer ausgedrückt und hat gesagt, Geschichte, das ist die Fabel, die man sich geeinigt hat. Ein kleiner Witz markiert das gleiche Problem. Die Frage, was ist der Unterschied zwischen dem lieben Gott und dem Historiker? Antwort, der liebe Gott kann die Vergangenheit nicht mehr verändern. Wir wollen heute auf die Jahre 1989-90 zurückschauen auf drei Zeitebenen. Erste Zeitebene 1989-90, die Geschehensebene. Zweite Zeitebene 15 Jahre danach, eine Rückschau. Dritte Zeitebene 25 Jahre, eine Rückschau. Bei der ersten Zeitebene richten wir unsere Aufmerksamkeit auf eine Stadt, auf Leipzig, auf bestimmte Straßen, auf den Ring, auf bestimmte Gebäude, auf den Nikolaikirchen. Die Erinnerungen an die Leipziger Montagsdemonstrationen, ein zentrales Geschehen innerhalb der Friedlichen Revolution, die Erinnerungen an sie mittels einer Ausstellung. Diese sind ja nur ins Haus. Sie hat einen schönen Titel, Farbe der Freiheit. Zu sehen sind Fotografien von den Leipziger Montagsdemonstrationen, gemacht von einer Demonstrantin, von der Leipziger Fotografin und Fotokünstlerin Ute Park. Die Bilder, die wir sehen, sind also kleine Kunstwerke und wie jede Kunst etwas sehr Subjektives. Die Bilder sind zugleich zeitgeschichtliche Dokumente, sie sind historische Quellen, also etwas sehr Objektives. Wir können diese Bilder als Nachspüren von der Empörung der Masse. Von Freiheitswillen, von der Wut und dem Mut vieler Leute, von Hoffnung und Euphorie, aber auch von Unsicherheiten und Ängstlichkeiten. Die gleichen Bilder werden am 9. Oktober am Russlichtplatz in Leipzig gezeigt. Und zwar genau an den Stellen, wo die 25 Jahre zuvor die Bildfarbe aufgenommen haben. Hier können Sie, hier können Sie uns Wir können sie sehen bis Ende November. Am 6. Dezember öffnen wir dann unsere 30. Heute, nur heute Abend, können wir diese Original-Bilddokumente erleben in der Kombination mit Original-Tondokumenten. Die Tonaufzeichnungen von den Montagsdemonstranten, auch von einem Demonstranten gemacht, und als Verschütz werden verwendet. In der Karte haben wir nun das Künstler war, das auch im heutigen Leben ein Paar ist, hat also seine Original-Bilddokumente und seine Original-Tondokumente zusammengefasst zu einem Video. Auch ein Künstler, und wieder zugleich etwas sehr Objektives. Die zeitgeschichtliche Dokumente, eine historische Quelle. Wir gucken uns jetzt gemeinsam diesen 10-minütigen Video-Bild an, möchte ich Ihnen seine zwei Schöpfer kurz vorstellen. Die Karin Radio-Wohn sind heute zu uns gekommen aus Leipzig nach Bildnis. Wir heißen beide in unserer Mitte ganz herzlich willkommen. Ich bin Paris in Biebern, 30. Bundesland gewohnt, in Thüringen aufgewachsen, habe in Leipzig studiert, in Fotografie diplomiert, lebt freischaffend in Leipzig. Neben der Fotografie gehören auch Installationen und Videofilme zu den Arbeitsgebieten. Sie arbeitet dabei in den Bereichen von Regie, von Kameraproduktion und Kommunikation. Stipendien, Studienreisen, Projekte haben sie mit vielen Orten, mit vielen Ländern bekannt gemacht. Ja, nur rausgeschrieben aus der Vielzahl München, New York, Höften, Frankreich, Italien, Griechenland, Teneriffa, Mallorca, Israel. Radio
Salomon ist in Heimlichen geboren unter dem bürgerlichen Namen Christian Heckel. Er hat schon als Schüler angefangen zu schreiben, wurde sehr zeitig als junges literarisches Talent gefördert, das war der DDR gar nicht zu finden. Dann hat ihn der Stadtsicherheitsdienst der DDR observiert, das war der DDR leider auch gar nicht zu finden. Die Stadtsicherheit hat auch sein Studium am Literaturinstitut verhindert. Radio Monk ist dann verpflichtet gewesen mit seinen Publikationen in illegalen Publikationen. Er ist auch in 14 Galerien aufgedeckt worden mit Gedichten. Und nach der Wende, nach 1980, hat er dann mehrere Gedichtbände veröffentlicht. Er hat Hörfunk und Fotografie geschrieben. Und dann ging er konnte er über die Literatur Studium nachholen. An der Hochschule für Sprache und Buchkunst in Leipzig auch. Und dort hat er die Gelegenheit und Fach Videokunst. Er lebt und arbeitet als freier Autor und Videokunst in Leipzig. Er ist Mitglied, das heißt, mit über einiges aufgeschrieben, der Literarischen Gesellschaft Thüringen, in der Autorenvereinigung Assel in Dresden, in Autorenkreis der Bundesrepublik Deutschland, im Schriftstellerverband der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1989 haben wir die Sprache und Radio Mund zahlreich gemeinsame Ausstellungen und Kunstprojekte gestaltet. Wir wollen uns heute jetzt gemeinsam hier Kunstprojekte und Videokunst. Wir sind das Volk anschauen.
Montagsdemonstration im Anschluss an das Friedensgebet in der Nikolaikirche. Zurückgekehrt mit den Demonstranten sind Sorgen, die viele Ende November, Anfang Dezember schon für erledigt hielten. Montag sind wir wieder da. 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 Jeder bringt noch einen mit. Wir befinden uns auf dem Weg in die 90er Jahre. Thank you.
Hilfe eines anderen Kunstwerkes, mit Hilfe von Literatur. Ein Kunstwerk, etwas sehr Subjektives, aber wieder ein Kunstwerk, das zeitgeschichtliche Dokumente, historische Quelle, etwas sehr abdeckend ist. Am 3. Oktober 1989 hat Radio Monk wieder ein Tagebuch gemacht und er hat diese Aufzeichnungen genau ein Jahr lang geführt. Und so ist eine einmalige Chronik dieser Geschehnisse entstanden. Persönlich, sehr emotional, sehr ereignisdicht, sehr konkret und das in einer schönen, einer kraftvollen Sprache, Literatur. 2005 ist dieses sowohl poetische wie politische Tagebuch als Buch herausgekommen unter dem Titel Lände 89 in der Büchergilde Gutenberg. Das war zugleich der Auftakt dieser Buchreihe, die Verschwiegene Bibliothek. Dieses Buch und andere Arbeiten der beiden Künstler können Sie hier kaufen. Ich nehme an, beide sind auch bereit, dann zu signieren, wenn Sie das möchten. Wir haben heute Abend die Gelegenheit, Auszüge aus diesem poetisch-politischen Tagebuch zu hören, gelesen vom Autor, vom Schriftsteller, vom Zeitzeugen, Radio Monk. Bitte. Ausgewählt, die nicht chronologisch, also chronologisch schon, aber eher die Schwerpunkte ins Visier nehmen. Es beginnt am 3. Oktober 1989. Ich sitze zu Hause und gucke aus dem Fenster. Die Sonne ist untergegangen. Die Positionsleuchten am Schornstein des Kraftwerks hängen als rote Dreiecke im Dunkeln. Die Nacht schluckt die Umrisse der Neubauten. Nach monatelanger Pause setze ich meine täglichen Aufzeichnungen fort in einem Moment, da sich der gesellschaftliche Rahmen stündlich verschiebt. In einem Moment, in dem die äußerlichen Veränderungen unabsehbar werden und eine Intensität erreichen, die jede Konzentration auf ein Abenteuer im Innern unmöglich erscheinen lassen. Am Wochenende sind Tausende aus den Botschaften der BRD in Prag und Warschau in Zügen der Deutschen Reichsbahn abtransportiert worden in den Westen. In der Prager Botschaft sollen sich 3.000 Leute aufgehalten haben, in Warschau knapp 1.000. Das sind insgesamt 4.000. Angekommen im Westen sind aber 6.000. Sind da noch 2.000 auf die durch DDR-Gebiet fahrenden Züge aufgesprungen? In den Westmedien gerinnt das Drama zum Rührstück für Liebhaber der großen Gesten. Die hiesigen Medien sind mit Schuldzuteilung und Verdrängung beschäftigt. Die meisten Leute glauben, damit sei die Sache vorerst erledigt. Zurzeit ist es ganz gleich, wohin man sich begibt. Überall stößt man mit der Nase auf das Problem Nummer 1, Ausreise oder Reformen. Ein Lachen wirkt bereits anstößig. Womit niemand gerechnet hat, die Prager Botschaft war bereits gestern wieder überfüllt. Heute Mittag fiel die Zahl 10.000 und man sprach von katastrophalen Bedingungen. Im Fernsehen Bilder, wie junge Leute eine Polizeisperre überrannten und Panik in den Gesichtern auf die eisernen Zäune kletterten, die den Garten der Botschaft umgeben. Als würde es um ihr Leben gehen. Kurze Zeit später im Radio die Nachricht, dass der pass- und visafreie Reiseverkehr zur CSSR aufgehoben worden ist, um, Zitat, weitere Provokationen der BRD am Vorabend des 40. Jahrestags der Gründung der DDR entgegenzuwirken, so der Sprecher im Jugendradio DT64. Nachrichten, Nachrichten. Wir leben zurzeit von Informationen, wie es aussieht. Trotzdem, es war kein Brot mehr im Haus. Also lief ich in die Kaufhalle, um ein paar Kleinigkeiten zu holen. Mir fiel nichts Besonderes auf. Ich schaute mir aber die Gesichter der Leute genauer an und hatte das Gefühl, dass die meisten irgendwie wacher aussehen. Nicht so dumpf und gehetzt wie sonst. Mit etwas mehr Ruhe. Ruhe
vor dem Sturm, dem befürchteten. Gegen Abend fuhr der erste Zug aus dem Prager Bahnhof aus. Im TV die Bilder, junge Leute, keine Personen älter als 30. Tausende, die zwischen Mauerbau und Prager Frühling geboren wurden. Die Abwanderung des kritischen Potenzials, der Abwanderung des kritischen Potenzials folgt die Abwanderung der anpassungswilligen Mittelschicht. Und zwar vor allem aus jener Mittelschicht, deren gesellschaftliche und soziale Etablierung noch nicht gefestigt ist. Leute, die im Lauf der Zeit zur Einsicht gekommen sind, dass sie nichts zu verlieren haben. Der Arbeiter hat nichts zu verlieren als seine Ketten, sagte Marx. Er konnte nicht kalkulieren, dass im Laufe der Zeit die Ketten eine Differenzierung erfahren würden. Es gibt lange Ketten, kurze Ketten. Ketten aus rostigem Eisen, Ketten aus Plastik, Ketten mit Polsterung. Natürlich, auf Dauer ist die Befreiung von den Ketten nicht zu verhindern, aber vorerst wird das Ganze als Prozess wohl storniert. Man wechselt die Ketten, knapper werden sie deshalb nicht. Und letztlich ist die Sache, wieder nach Marx'schem Schulwissen, noch simpler auf den Punkt zu bringen. Die Produktivkräfte wandern immer Richtung Kapital, dorthin, wo die Technologie am weitesten entwickelt ist. Der Außenminister der CSSR hat tiefgreifende Reformen in allen Bereichen der Gesellschaft angekündigt. Wenn das stimmt, wenn die Tschechen damit ernst machen, dann bleibt die DDR, wenn unsere Regierung nicht schleunigst nachzieht, ein verstaubtes Erbstück von Väterchen Stalin, das niemand haben will. Die Folge aber wird nicht nur zunehmende Isolation sein, sondern auch eine wachsende Gefahr für alle Anlieger, sozusagen ein abgelegener Trakt im europäischen Haus, der durch innere Überbelastung das gesamte Gebäude gefährdet. Wir waren gestern Abend in der Kneipe ums Eck, die wir Mary nennen, Tanzgaststätte Marienbrunn, eine Großraumkneipe aus den frühen 70ern. Auffällig, keine Säufer, keine alten Skatspieler, ausschließlich junge Leute, die in kleinen Runden leise diskutierten, ernste Gesichter. Kunz, Pfarrerssohn aus der Nachbarschaft, ehemaliger Kreuzchorknabe und im Hauptberuf Schlosser, kellnert nach seiner Arbeit in der Kneipe. Er war am letzten Montag unter den Demonstranten und berichtete, die Polizei hat nach altbewährter Taktik den Menschenzug mehrfach aufgespalten, bis nur noch etwa 1000 Leute übrig waren. Als die im Kessel waren, haben sie zugeschlagen, brutal. Ein Freund von mir hat sich über seine Freundin geworfen, die Schläge mit seinem Rücken aufgefangen, daneben eine Schwanger, die hat es auch erwischt. Die Polizisten hätten ausgesehen wie die Knüppeltruppen, die man von Berichten über Demos im Westen kennt, behelmt wie die Kreuzritter mit Schilden, Knüppeln bewaffnet. Er berichtete, sie wären auch am Stasi-Gebäude vorbeigezogen. Vor dem Gebäude seien sie stehen geblieben und hätten die Internationale gesungen. Stolz sagt er von sich, er sei einer der wenigen gewesen, die das Lied richtig gesungen haben. Ein junger Mann auf den Stufen zur runden Ecke habe dirigiert, hinter ihm die zwei Uniformierten mit der Maschinenpistole vor der Brust. Als wir gegen Mitternacht zahlen wollten, sagte er, Unsinn, jetzt ist Revolution, da gibt's keinen Ausschankschluss. Der Wirt ließ es geschehen. Wir halfen beim Abräumen der Tische und legten neue weiße Tücher auf. Schließlich landeten wir bei uns zu Hause, tranken Kaffee und Kunz schlief um 2:30 auf dem Sofa ein. Edith hat ihn heute Morgen um 6 geweckt, damit er pünktlich an der Werkbank steht. Oktober. Resolutionen, Stellungnahmen und Rücktrittsgesuche häufen sich in den letzten Wochen und kulminieren zu einer ganz eigenständigen literarischen Gattung, Janus-Literatur. Ich kann nichts weiter damit anfangen, erkläre aber an dieser Stelle meine Solidarität mit allen Individualisten, mit all denen, die in ihre Rechnung immer auch den Kichervektor einbeziehen, mit denen, die es vorziehen, sich selbst zu finden, statt sich in Massen zu verlieren. Ob es wirklich um neue Bewusstseinsformen und Denkstrukturen oder um Anpassung an die veränderten Bedingungen geht, das wird sich noch zeigen. Bis dahin zweifle ich, um nicht morgen von der Verzweiflung gelähmt zu werden. Das Wo-Ort ist der Anfang aller Täuschungen. 21. Oktober. Ich komme nicht hinterher, schreibe zu langsam, finde kein Verhältnis zwischen Erleben und Verarbeiten. Der Konzentrationsmangel führt zu ausschweifenden Schilderungen. Die lineare Abfolge der Ereignisse lässt sich nicht linear darstellen. In Wahrheit ist die Kette von Ereignissen ein Netz, in dem ich manchmal selbst zappele.
Ich weiß nicht so genau, was ich eigentlich schreibe. Tagebuch ist es nicht, Erzählung wird es nicht, Roman schon gar nicht. Ein Durcheinander von authentischen Strukturen. Heute ist Samstag, graublauer Himmel, die 21 steht als Datum. Die Bäume sehen aus, als hätten sie Fieber bekommen vom Grau der Häuser. Nach dem Aufstehen lasen wir die Zeitung und halfen uns gegenseitig beim Aufspüren von Spitzfindigkeiten. In vielen Passagen, vor allem in Stellungnahmen aus Parteikreisen, schillert die Selbstkritik noch immer in den fäulnishaften Farben der Selbstherrlichkeit. Die Spracharmut wird durch die bloße Bereicherung um ein paar neue Floskeln nicht besser. Es wird viel palabert, aber nichts konkret benannt, ganz der alte Stil. Die Mäntelchen zerfallen im Wind. Erklärungen vom Präsidium des Verbandes Bildender Künstler, vom Verband der Komponisten und von den Fernsehleuten offerieren noble Absichten und allgemeine Forderungen, zu denen ich nicken kann. Regelrecht peinlich sind Aufrufe auf Seite 1, die den eingeschlagenen Weg loben und davor warnen, auf die Straße zu gehen. Ein Rangierer, ein Wissenschaftler und ein Arbeiterveteran. Sie behaupten, wer auf die Straße geht, behindere den Prozess der Reformen und störe die konstruktiven Ansätze. Ich behaupte, wer die Straße als Ort der Artikulation verpönt oder gar blockiert, der will den Prozess der gesellschaftlichen Reife stoppen, der setzt Kontrolle über Vertrauen, der hat Angst vor selbstständigem Denken, der liebäugelt letztlich mit der Macht, mit der potenziellen Gewalttätigkeit. Oktober. Eine Menschenkette in Berlin vom Palast der Republik bis zum Polizeipräsidium. Kerzen in Dresden, Nordlichter am Himmel, ausgelöst durch erhöhte Sonnenprotuberanzen. Und heute 27 Grad bei sommerblauem Himmel. Das Synchronische ist verwirrend, zwingt zum Nachdenken. Vielleicht haben wir lange Zeit nicht die wahren Relationen erkannt, in denen wir existieren. Noch einmal zurück in die Kneipe, in die Mary. Lange nach Schankschluss sah ich einen Mann allein im Gastraum sitzen. Betrunken, wie im Halbschlaf, starrte er auf seine Hände, die still auf der weißen, schon für den nächsten Tag frisch aufgelegten Tischdecke lagen. Tragisch, ausgebrannt und trostlos. Peter, der Kneipier, holte ihn zu uns hinter die spanische Wand. Trotz Alkohol hielt er sich gerade und sprach zusammenhängende Sätze. Auf mich machte er den Eindruck, als wäre er heilfroh, endlich einmal über sich und seine Probleme sprechen zu können und aufmerksame Zuhörer zu haben. Ein langer Rotzfaden hing ihm aus der Nase, er schien es nicht zu bemerken. Der Mann, der da betrunken von Zweifeln und nüchtern vor Schuld zwischen uns saß, war seine Selbstanklage nicht ein Versuch des Sich-Reinwaschens? Er schien einer Katharsis nahe, aber gibt es eine Katharsis der Ideologie? Er teilte seine Person auf in Funktionen und Verantwortlichkeiten, ohne zu bemerken, dass er durch diese Einteilung zerbröckelte und kein organisches Ganzes mehr war. 1969 ist er in die Partei eingetreten. 69. Nachdem die Panzer gerollt sind und erstmals seit Hitler auch wieder deutsche Panzer gen Osten. Warum, wollte ich wissen. Ganz einfach, weil ich überzeugt war, dass es richtig ist, sagte er und erklärte, ich habe keinen anderen Weg gesehen. Der Rotzfaden hing ihm noch immer aus der Nase. Ich überlegte, ob es nicht unhöflich wäre, wenn ich zu ihm sagte, putzen Sie sich doch die Nase. Und ich überlegte, ob das vielleicht eine Berufskrankheit sein könnte. Er hatte sich uns als Chemiker vorgestellt und möglicherweise kommt es nach vielen Jahren des Schnüffelns an Experimentiertöpfen zu einer Überaktivität der Schleimhäute. Ich wollte den Mann weder demütigen noch beleidigen, deshalb sagte ich, so sachlich ich konnte, Sie sollten jetzt Ihr Taschentuch benutzen. Ach ja, meinte er und es klang resigniert. Er zog ein Taschentuch aus der Seitentasche seiner grünen Kutte und ich fühlte mich beinahe erleichtert, dass ihm der Faden nicht auf die Anzugshose aus blauem Nadelkord getropft ist. Alle um ihn herum behandelten ihn nachsichtig und verständnisvoll, nicht wie ein kleines Kind, nicht wie eine lächerliche Figur, sondern wie jemanden, den man vor dem Verlust seiner Würde bewahren muss. Von heute aus betrachtet, meinte er, könne es aussehen, als habe er sich damals nur auf die Seite der Stärkeren geschlagen, um selbst nicht geschlagen zu werden. Aber so sei es nicht gewesen. Er habe an die gute Sache geglaubt. Er wollte nicht Karriere machen, er wollte etwas Gutes tun. 20 Jahre lang, jeden Montag Parteisitzung, immer wieder dieselben Diskussionen über Fehler, Mängel, Perspektiven.
Berichte, in denen Zahlen genannt und Vorschläge gemacht wurden, wie wir in unserem Bereich rationeller und umweltfreundlicher arbeiten können. Auch Berichte über das Ausmaß der Schäden, die wir einrichten. Wo sind diese Berichte geblieben? Er hob die Schultern und fixierte jemanden, der nicht mit uns am Tisch saß, vielleicht seinen Chef, und fuhr bohrend fort. In welchen Schubladen? Hat sie überhaupt jemand gelesen? Ich weiß es nicht. Ich hab's satt, so satt. Ich möchte am liebsten mein Parteibuch hinschmeißen. Die Leute sind doch unfähig, sie werden sich nie ändern. Sie halten die Macht fest wie ein kleiner Junge seinen Spielball. Er schwieg einen Moment, griff nach dem Bierglas, stellte es dann aber zurück auf den Tisch. Niemand sagte etwas. Kunz brannte sich die nächste Karo an und blies den Rauch über die Köpfe. Wisst ihr, fuhr der Mann fort, warum ich mich heute so betrunken habe? Ich werde es euch sagen. Wegen unseres neuen Chefs. Uns allen war klar, dass er Egon Krenz meinte. Diese Wahl, fuhr er fort, ist eine Schande. Der Mann ist doch nicht in der Lage, uns aus dem Schlamassel herauszulotsen. Er ist nichts weiter als ein schlecht geschnitzter Honecker-Epigone. Und ich sage euch noch eins, rief er aufgebracht, holte sein Taschentuch hervor, wischte die Nase vor sich mit der sehnigen Hand über das graue Haar und schaute mit durchdringend blauen Augen auf das Blumenmuster der spanischen Wand. Das ganze Politbüro muss abgewählt werden. Die vergreisten Altstalinisten, jawohl. Mein Gott, so etwas hätte ich vor ein paar Wochen niemals in der Öffentlichkeit gesagt, aber es muss einfach gesagt werden. Mit diesen Leuten kann man keine Reformen durchführen. Und Reformen sind die letzte Chance. Ich bin mitschuldig an der Situation, die jetzt entstanden ist. Ich fühle mich belastet von einer Fehlerquelle, die alle Bereiche betrifft und unverantwortlich hoch ist. Ihr könnt mir glauben, dass ich weiß, worüber ich spreche. Die ganzen veralteten Produktionsanlagen und Wirtschaftsstrukturen. Dabei haben unsere Leute tolle Ideen, sie sind erfinderisch, sie könnten etwas schaffen. Aber doch nicht mit denen, winkte er ab. Und ich selbst, fügte er hinzu, schäme mich. Denn ich gehöre zu denen, die den Nichtgenossen und Mitarbeitern, die schon lange nichts mehr mit den alten Mechanismen am Hut hatten, angespornt haben und sie sogar unter Druck gesetzt haben, wenn es um Subotniks und dergleichen gegangen war. Offenbar litt der Mann auch an, ganz persönlich unter einer Spaltung innerhalb seiner Familie. Die Tochter hatte einen Ausreiseantrag gestellt und machte ihm, dem Genossen in leitender Funktion, Vorwürfe, rechnete ihm Fehler auf, das Versagen. Er kann sich nicht dagegen zur Wehr setzen, er kann es nur einsehen. Und seine Frau geht seit der letzten Woche auf die Straße, um mit den Leipzigern für freie Wahlen, Reisefreiheit und Reformen zu demonstrieren. Aber was soll ich denn tun, fragte er. Soll ich auch auf die Straße gehen? Das ist doch albern. Ich mache mich doch unmöglich. Ich kann doch nicht 20 Jahre lang Parteimitglied sein und dann plötzlich das Gegenteil von dem tun, was all die Zeit für mich bindend gewesen ist. Ich gehöre nicht zu denen, die ihr Mäntelchen nach dem Wind hängen. Ich will nicht mein Gesicht verlieren und ich will meine Glaubwürdigkeit wenigstens vor mir selbst behalten können. Könnt ihr ihn sehen, den kleinen grauen Mann mit der Aktentasche, der jeden Morgen pünktlich an seinem Schreibtisch in einem anonymen Gebäude sitzt, der in der großen Flaute in der Tippel-Tappel-Tour von einem kleinen Erfolg zum nächsten arbeitete, sich mit seiner Gedankenfräse durch Papierberge fressend, der jetzt vor seinem Leben steht wie vor einem totgeborenen Kind? Wie viel Hellsichtigkeit ist nötig, um all die vielen kleinen grauen Männer in ihrer trivialen Tragik auszumachen in der diffusen Landschaft der Planjahre? Es war so zwischen 1:30 und 2, als wir die Kneipe verließen. Der Genosse schwankte nicht und er klagte nicht. Er sagte, er würde am nächsten Montag in die Innenstadt gehen. Wir hätten ihm Mut gemacht, er sehe es ein, dass er sich nicht verkriechen kann, ob nun im Bewusstsein der Schuld oder der Unschuld, er stehe zu seinen Irrtümern. Und wenn er mit uns darüber sprechen kann, dann vielleicht auch mit anderen. Und vielleicht bewahren Gespräche über seine Irrtümer andere vor der Wiederholung. 23. Oktober, ein Montag in der Innenstadt. Wir laufen zum Karl-Marx-Platz und hören den Sprechchor schon von Weitem, als wir auf das Gelände der Karl-Marx-Universität einschwenken und durch den Innenhof der Mensa gehen. Aus der Entfernung klingt es wie ein aufgeblasener elektronischer Rhythmus, aber uns ist klar, es sind Stimmen, ein Chor von Stimmen, die das rhythmische Geräusch erzeugen. Irgendwie klingt es wie eine Brandung. Der Grimmarsche Steinweg ist voller Menschen. Sie stehen dicht an dicht. In Dreier- und Viererreihen stehen Menschen am Rand,
das Gesicht der Straße zugewandt und die auf der Straße stehen, stehen mit dem Gesicht in Richtung Karl-Marx-Platz. Ich hole das Diktiergerät aus der Tasche und schalte es an. Wir stehen noch eine Weile hinter den Zuschauern, dann gehen wir langsam vor zum Platz. Wir halten uns noch zurück, massenscheu von Natur aus und außerdem von ganz anderen Massenerfahrungen geprägt, wie die meisten hier, es ist uns natürlich bewusst. Wir haben noch niemals spontane und freiwillige Zusammenkünfte von Menschen erlebt, die politischen Zielen dienten und nicht angeordnet gewesen sind. Und jetzt? Die Leute sind da. Wer weiß, woher sie gekommen sind, aus den Neubaugebieten, von den Dörfern. Und meine erste Empfindung ist, sie wollen da sein im doppelten Sinn, hier und jetzt und überhaupt. In vielen Gesichtern erkenne ich Zögern, Beifall, aber auch Skepsis. Viele werden hier sein, ohne genau zu wissen, was sie wollen. Sie sind im Halbschlaf aufgestanden und geben einer Art Instinkt nach. Rufe im Chor werden laut. Loslaufen. Ich springe in die Höhe, um über die Köpfe hinwegschauen zu können. Und was ich in der Sekunde sehe, sind Menschen, Menschen. Der Platz ist voll bis runter zum Bahnhof, bis hinüber zur Hauptpost, bis hinters Gewandhaus. Und zwischen den Massen bahnt sich ein Zug langsam seinen Weg. Ausgerechnet vor der Oper. Gibt sich das Volk selbst eine Vorstellung? Kollektive Selbstinszenierung? Das Drama der Selbstverwirklichung als grober Rahmenentwurf? Ein Ring aus unzähligen Menschen hat sich um die Innenstadt gelegt. Ein Ring, von dem ich nicht sagen kann, wo er anfängt, wo er aufhört. Wozu noch zögern, wozu am Rand stehen? Wir machen ein paar Schritte und sind plötzlich mittendrin und laufen über die Straße. Ein völlig neues Gefühl, diese Straße zu betreten, die Bodenwellen im Asphalt, die ich nur aus der bewegten Perspektive eines Beifahrers im Trabant kenne, wenn man bei Rot vor einer Ampel stoppt und in den Bodenwellen geschaukelt wird. Oder die Pflastersteine in der Gleisanlage. Es ist für mich ein Sinnbild. Wir sind immer am Rand gegangen, nie in der Mitte. Zum ersten Mal sehe ich die Fassaden um den Ring aus einer anderen Perspektive. Ich staune wie ein Kind. Die befürchtete Hysterie tritt nicht ein. Im Gegenteil, es herrscht so etwas wie eine stumme Koordination von Äußerungen. Irgendjemand skandiert etwas und sofort stimmen Hunderte ein. Der Rhythmus wird verstärkt durch Händeklatschen und eigentlich, so denke ich, könnte das alles ganz schnell umkippen in einen ekstatischen Zustand. So werden Religionen begründet. Und in der Tat sind die Leute auf der Straße eine Art Glaubensgemeinschaft, denn sie glauben, dass sie etwas zu sagen haben, dass sie es sagen können und dass es eine Chance gibt für eine Realisierung dessen, woran sie glauben. Kollektive Beschwörung der Zukunft und der Gegenwart aus dem Sauerteig der Vergangenheit heraus. Ich sehe in die Gesichter und erkenne Erleichterung, Entkrampfung, ja sogar Heiterkeit. Können wir es wirklich glauben? Ist es wahr? Ja, es ist wahr. Niemand wird verprügelt und inhaftiert, der seinen Mund aufmacht. Und wenn es noch so unsinnige Parolen sind, die da um die Ohren schwirren, und ich merke es selbst, wie die Last des Leugnens von mir fällt, wie innerlich der Knoten aus Tabus und Bevormundungen zerreißt. Mein Gott, wenn das jemand vor 4 Wochen gesagt hätte, man hätte ihn nach Dösen geschafft oder für einen Provokateur der Stasi gehalten, leitet jetzt Reformen ein oder geht ins Altersheim. Freie Wahlen, Schnitzler raus, Stasi in die Volkswirtschaft. Das sind nur einige der Sprüche, die am häufigsten laut gerufen werden aus tausenden Kehlen. Am Bahnhof zeigt die Uhr 6:45. Die Leute, die an der Straßenbahnhaltestelle warten, werden aufgefordert, schließt euch an. Und keine Polizei. Keine Mannschaftswagen, keine gepanzerten Fahrzeuge, keine Schilde, Helme, Knüppel, keine Hunde. Wir atmen tief durch. Die Fußgängerbrücke ist voller Menschen. Ich sehe Plakate und Transparente. Auf einem grüßen die Bürger von Eisenach die neuen Protestanten. Auf einem anderen wird sinnvoller Zivildienst statt sinnloser Wehrdienst gefordert. Eine kleine Gruppe von Leuten ruft, Egon, mach die Grenze auf. Und in meiner Nähe höre ich eine Frau den Ruf erweitern und das Volk nimmt seinen Lauf. Ja, logische Konsequenz. Vielleicht Schritt für Schritt vorwärts. Wenn jeder Schritt eine kleine Veränderung wäre, eine Veränderung im Denken und Fühlen, so leicht und wesentlich, wie kämen wir voran? Der Anblick, der sich mir bietet, als wir nach der Kreuzung auf den Dittrichring einschwenken, ist für mich ein Ereignis, das ich nie vergessen werde. Das Stasi-Gebäude von Kerzen erleuchtet. Ja, verdammt, das Volk könnte euch erleuchten, wenn ihr nur eure schwarzen Gardinen beiseite ziehen würdet, denke ich. Und Erwin neben mir stöhnt, das darf ja nicht wahr sein, das ist ja so fantastisch. Mir geht es nicht anders, eine Traumszene.
Aber ich bin nervös, ich krame nach Zigaretten und zünde mir eine an. Ein Mädchen kommt auf mich zu und hält mir wortlos eine Kerze vor die Nase. Ich schaue sie verdutzt an und weiß zuerst nicht, was sie will. Sie bringt kein Wort hervor, vor Erregung. Ich kapiere plötzlich, nehme meine Hölzer und zünde ihr die Kerze an. Es dauert ein paar Augenblicke, bis der Docht richtig brennt, und in diesem Moment schauen wir uns in die Augen. Wir lächeln. Sie bedankt sich und geht langsam davon in Richtung des grauen Gebäudes aus der Stalinzeit. Mit ein paar langen Schritten habe ich sie eingeholt und gebe ihr meine Zündhölzer. Falls die Kerze nochmal ausgehen sollte, sagte ich. Ihr Gesicht ist von einer Freude erfüllt, wie ich sie lange nicht auf einem Gesicht gesehen habe. Wir bleiben für eine Weile stehen und schauen uns die Szene an, um uns alles genau einzuprägen. Auf den Simsen in der ersten Etage und vor dem Haus brennen unzählige Kerzen, auch auf den Stufen, wo sonst immer die zwei mit der Maschinenpistole stehen. Die Leute rufen, wir verdienen euer Geld. Anhaltende Buhrufe und Pfeifkonzerte, die in Intervallen den gesamten Menschenzug erfassen, minutenlang, ohrenbetäubend. Mir ist, als schlüge mein Herz im Kopf. Vor ein paar Monaten noch habe ich einen großen Bogen um das Gebäude gemacht, bin lieber einen Umweg gegangen als direkt an der bewachten Eingangstür vorbei. Jetzt stehe ich vor diesem Moloch der Bürokratie und er ist finster und die Kameras sind auf uns gerichtet und hinter den vorgezogenen Vorhängen blinkt kaltes Neonlicht und ich stelle mir plötzlich vor, wie dieser Steinleib verwest und in sich zusammenfällt. Was werden wir noch an Gestank ertragen müssen, wenn sich die Amtsstuben öffnen, wenn die Panzerschränke aufgeschlossen und ausgeräumt, wenn die Schubladen ans Tageslicht gezogen werden. Wir gehen weiter. Erwin sagt, es ist komisch, ich fühle mich ergriffen und gleichzeitig angewidert. Mir geht es nicht anders und ich denke, es hat seine Ursache in der lange ausgesparten Konfrontation mit der doppelten Wirklichkeit, in der wir gelebt haben, nämlich unserer eigenen Wirklichkeit und der des Staates. Auch wir haben verdrängt, weggedrückt, sind Konflikten ausgewichen, haben uns verweigert, wenn auch aus Gründen des Selbstschutzes oder weil wir wussten, es wäre Selbstmord. Aber trotzdem, auch wir haben viel zu bewältigen, Krusten vom Denkvermögen zu lösen, mit einer unverdünnten Substanz aus, wie soll ich sie nennen, Aufrichtigkeit? Ja, vielleicht Aufrichtigkeit. Und wenn es ein Irrtum wäre und wenn es uns am Ende das Genick bricht, es gibt keine andere Chance, jetzt nicht mehr. Wir entdecken und erleben unsere Identität. Wenn wir jetzt verlieren, dann verlieren wir vor allem die Möglichkeit der Entwicklung, die Kreativität und eben die der Identität. Das ist eine kleine Szene von Anfang November. Eine Episode, die andeutet, wie tief die Stasi-Paranoia sitzt. Edith hat eine Fotodokumentation über die Montagsdemos zusammengestellt, die der Schwulenclub Rosa Linde im Haus der Volkskunst zeigen will. Für das Plakat hatte sie eine witzige Idee. Sie schrieb mit Rotstift drauf, mein Leipzig lobe ich mir, es ist Pünktchen, Pünktchen und daneben die Farben der Französischen Revolution auf LVZ-Druckpapier. Bevor Edith die Fotos großzog, fertigte sie eine Vorschau an, die Kunz so begeisterte, dass er die kleinformatigen Bilder auslieh, um sie in seiner Kneipe zu zeigen. Edith überließ sie ihm aus einem Briefumschlag und bat sich baldige Rückgabe aus. Er sollte sie in 2 bis 3 Stunden zurückbringen. Irgendwie kam es dann doch anders und ich holte sie dann selbst am nächsten Abend in seiner Kneipe ab. Ein paar Tage später sagte Edith, komm, hilf mir mal aufräumen. Dabei fand ich unter Zeitungen, die seit Tagen den Tisch bedecken, den Briefumschlag. Leer, aber sicherheitshalber fühlte ich nochmal nach, ob wirklich nichts mehr drin war und spürte zwischen Daumen und Zeigefinger etwas inneliegend. Ich nahm es heraus. Es war ein Papier von Kartonstärke in dem Format, wie es in Kneipen zum Schreiben der Zeche verwendet wird. Auf dem Karton stand handschriftlich mit blauem Kuli an die Staatssicherheit, Bezirksbehörde Leipzig, zu Händen Genossen Oberst Humitsch. Ich brachte ein paar Sekunden keinen Ton hervor. Dann ging ich in die Küche und reichte Edith wortlos den Zettel. Plötzlich stimmte alles, reimte sich alles.
Der vermeintlich verlorene Schlüssel, die Briefe, die nicht ankommen, das Telefon, das abgehört wird, oder wie sonst ist es zu erklären, dass es seit 3-4 Wochen Gespräche immer wieder zusammenbrechen oder gar nicht zustande kommen. Und ich dachte zornig, ja, endlich ist Ihnen ein Fehler unterlaufen, jetzt haben wir einen von diesen Spitzeltypen. Jetzt würde es nicht schwer sein, über eine Schreibprobe herauszufinden, wer der Informant ist. Und es musste jemand aus der Kneipe sein. Ich tippte auf den Buffetier, ein autoritärer älterer Mann, stämmig, launisch, undurch und Genosse. Aber was, wenn es Kunz selbst ist? Nach einigem Hin und Her telefonierte Edith mit der Schlosserei, in der Kunz arbeitet, und bat ihn nach der Arbeit gleich zu uns zu kommen. Er kam, hatte noch seine Arbeitsklamotten an. Die Stube war aufgeräumt, wir wirkten sicher etwas steif, fühlten uns jedenfalls so. Hast du die Fotos aus der Hand gegeben? Sei ehrlich, bitte. Es wäre nicht schlimm, wenn du sie aus der Hand gegeben hast. Antwort: Nein, ich habe darauf aufgepasst wie ein Schießhund, ehrlich, ich habe sie gezeigt, aber ich war immer dabei. Eine kleine Pause entstand. Dann fragte Edith: Bist du bei der Stasi? Furchtbare Frage für alle von uns. Selbst wenn es nicht an dem ist, wir haben es für möglich gehalten, auch wenn die Möglichkeit sehr gering ist. Es gibt sie, und das Misstrauen einem Freund gegenüber, mit dem man unbeschwert und offen umgegangen ist, wiegt schwer. Kunz antwortete sofort und nicht ohne Verblüffung: Nein, nein, wirklich nicht. Wir zeigten ihm den Zettel und erklärten ihm, wie wir zu ihm gekommen waren. Ach, da ist ja der Zettel, sagte er. Den habe ich gesucht, scheiße. Das hat euch einen Schreck eingejagt, kann ich gut verstehen. Aber das ist nur einer von den vielen komischen Scherzen, die Onkel Kurti treibt. Glaubt mir, er macht immer solche blöden Sachen. Der hat laufend solche Dinger drauf. Hier, sagt er und holt sein Portemonnaie hervor, öffnet es und legt ein Bündel mit Zetteln auf den Tisch. Ich heb mir diese Gags von ihm immer auf, weil mich das so amüsiert. Wir schauten uns die Zettel an. Spuren von Maschinenöl, die Schrift dieselbe, auch der Ton. Alle Zettel waren irgendwelche Anweisungen oder Berechtigungsscheine. Auf einem wurde Herrn Kühn zugesichert, 5 Liter Bier auf Kosten des Buffetiers trinken zu dürfen. Auf einem anderen wurde Herr Kühn der Zutritt zum hinteren Teil der gastronomischen Einrichtung bis auf Weiteres streng untersagt, alles mit Stempel und Unterschrift. Zuerst wollten wir es nicht glauben, aber allmählich dämmerte es uns, dass es wirklich nur ein schlechter Scherz gewesen ist, und wir akzeptierten schließlich die Begründung. Mensch, meinte Kunz, das tut mir wirklich leid, echt, das habt ihr nicht verdient. Und wer die Art Onkel Kurtis nicht kennt, dem können solche Sachen ganz schön an die Nieren gehen, aber es hat tatsächlich nichts zu bedeuten. Aber, meinte ich, es gibt diesen Humitsch wirklich, ich habe im Telefonbuch nachgeschaut, es gibt 3 mit diesem Namen im Telefonbuch von Leipzig. Tja, das war auch meine erste Frage an Kurti, rief Kunz, wer denn dieser ominöse Oberst sei, ob er den Namen erfunden habe. Onkel Kurti antwortete, er kenne einen Typ, der so heißt, aber er habe den Namen nicht erfunden. Als wir wieder einmal in der Mary saßen und uns über die Geschichte unterhielten, von Gelächter unterbrochen, schrieb ich auf ein Stück weißen Karton: Kurti, Zen-Meister sozialistischer Ausweglosigkeit. Ich springe vor zum 10. November um 2 Uhr morgens. Die Grenzen in Berlin sind offen, die Menschen gehen zu Tausenden frei über die Grenze. Westberliner nach Ostberlin, Ostberliner nach Westberlin. Dieser Tag, dieses ohnehin schon geschichtsschwangere Datum des 9. November, wird in die Geschichte eingehen. Tag der Freiheit, Tag der Umarmung, Tag der Vernunft. Und vielleicht wird dieser Tag durch die Geschichte hindurchgehen als die ewige Hochzeit vom Wolf und den 7 Geißlein. Freudentänze, Freudentränen, es ist nicht zu fassen. Die Geschwindigkeit der Schrumpfung der Bevölkerung hat sich auf das unvorstellbare Tempo von 3.000 bis 4.000 pro Stunde erhöht. Die Sektkorken knallen, die Stempel fliegen, die Polizisten lächeln und die mechanischen Friedenstauben fressen der Macht Körnchen der Wahrheit aus der Hand. Zahmes Volk, deine Stunde ist gekommen. Mir fallen Steine vom Herzen, die Sektkorken, die da knallen, schnellen mir aus den Adern. Wenn Lachen, befreiendes Lachen, die Welt retten kann, dann ist diese Nacht ein hochkarätischer Beitrag. Ich kann es nicht begreifen, was 28 Jahre lang unabänderlich war, in wenigen Minuten Schall und Rauch. Ein Zwischenspiel, das den nächsten Akt einleitet. Ich kann keine weitere Zeile mehr schreiben. Ich
springe zum allerletzten Tag, dem 3. Oktober, der diese kleinen Einblick in Blende 89 beschließt. 3. Oktober 90. Die DDR gibt es also nicht mehr. So einfach geht das. Was für eine vorzügliche Lektion in Geschichte. Das ist die andere Seite der Ansammlung historischer Daten. Eine Armee zieht sich um, ein Staat löst sich auf. Blut ist keines vergossen worden, nur Bier. Hat es das schon mal gegeben? Der Tag ist märchenhaft schön, der Himmel hoch und blau, die Sonne scheint warm. Im Birnbaum hüpfen die Vögel, die Früchte hängen schwer von den Zweigen. Alles ist mild, strebt dem Vergessen zu, verschleiert sich, lernt sein eigenes Ende kennen. Sanfter Moment des Sterbens, in dem alles Vergangene und Zukünftige verschmilzt zu einer zeitlosen Gegenwärtigkeit. Gleich nach dem Aufstehen der Griff nach dem Radio. Irgendwo muss es doch Krach und Krawalle gegeben haben. In Erwartung schlechter Nachrichten drehe ich am Knopf, aber die Nachrichtensprecher bestätigen einhellig das Gegenteil. Es hat keine Ausschreitung gegeben. Die Skins haben keinen Ausländer umgebracht, die Autonomen keine Brandflaschen geschmissen. Kommt der Katzenjammer später? Ich kann noch nicht glauben, dass alles so ohne Knalleffekt über die Bühne gegangen sein soll. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wir kommen zur zweiten Erinnerungsebene, 15 Jahre danach. Wir gehen dafür über den Raum Leipzig hinaus, wenden unsere Aufmerksamkeit auf die zwei wichtigsten Ergebnisse dieser friedlichen Revolution. Auf den Fall der Mauer, den Wegfall der Grenzen zwischen den beiden deutschen Staaten und die Herstellung der staatlichen Einheit. Grenzfall und Einheit. In Vorbereitung auf den 15. Jahrestag der friedlichen Revolution hatte die Evangelische Akademie Meißen ein Projekt gestartet unter dem Titel Grenzfalleinheit. Grenzfall ein Wort, aber das F groß geschrieben. Grenzfalleinheit. Viele Bürgerinnen und Bürger haben sich erinnernd an diesem Projekt beteiligt, mit längeren, mit kürzeren Texten, mit Bildern, mit Gedichten. Und bald ist daraus ein Buch entstanden, 2005 im Forum Verlag in Leipzig erschienen, unter dem Titel Grenzfall Einheit, Zwischenbericht aus Sachsen. Und im Vorwort zu diesem Buch heißt es, ich zitiere, in ihren Beiträgen beschreiben die Menschen Momente, in denen die Auswirkungen der Wiedervereinigung ihren Alltag berührt haben und so für sie persönlich spürbar und damit konkret geworden sind. So unterschiedlich die Texte auch sein mögen, ist ihnen eben dies gemeinsam. Es ist die jeweils eigene Sicht, die persönliche Deutung des Wahrgenommenen, die aus ihnen spricht. Ein und dasselbe Ereignis kann daher ganz unterschiedlich, gar widersprüchlich beschrieben werden, ohne an individueller Wahrheit einzubüßen. So viel aus dem Vorwort. Ich hatte mich an diesem Projekt Grenzfalleinheit auch beteiligt. Und ich lese einfach meinen Text, ein Text vor genau 10 Jahren geschrieben, als eine sehr persönliche, eine sehr subjektive Rückschau, ein Nachdenken darüber, wie diese Revolution auf mein Leben gewirkt hat, was diese Revolution in mir bewirkt hat. Ich möchte sieben, welch schöne magische Zahl, 7 Anmerkungen machen zu meinen Grenzfällen und meinen Grenzüberschreitungen seit dem Herbst 1989. Darunter waren äußere, vor allem geografische in Richtung Westen, und es waren innere, vor allem weltanschauliche, politische, mentale, in Richtung offene und pluralistische Gesellschaft. Manche Fälle, manche Überschreitungen haben mich überrascht, bedrückt und zunächst überfordert. Ich habe sie ertragen, erduldet
oder auch erlitten. Andere haben mich in meinen Erlebnissen, Erfahrungen und Meinungen bereichert und beglückt. Ich habe sie genossen. Und nicht selten haben sich im Verlauf der letzten anderthalb Jahrzehnte einige Grenzfälle, einige Grenzüberschreitungen der ersten Art zu solchen der zweiten Art gewandelt, sind aus einigen früheren Bedrückungen über einen längeren Zeitraum hin gegenwärtige Beglückungen geworden. Erste Anmerkung. Am 14. Juni 1990 geschah meine erste größere äußere Grenzüberschreitung in eine bis dahin für mich unzugängliche Welt. Den Westen hatte ich bisher nicht gekannt und auch nicht vermisst. Ich war ordentlicher Professor für Geschichtsmethodik und seit rund 25 Jahren Mitglied der SED. Aber ich war kein Reisekader. Berufliche Kontakte hatte es für mich also nur zu sozialistischen Ländern gegeben. Private Westreisen kamen nicht in Betracht, denn ich hatte in der Kaderabteilung unserer Hochschule die jährliche Kontaktverzichtserklärung unterschrieben. Diese besagte, dass man selbst und die Mitglieder der eigenen Familie keine privaten Kontakte zu Bürgern auch dem nicht-sozialistischen Wirtschaftssystem unterhielt. Ideologische Einengungen auf das marxistisch-leninistische Feindbild, Feigheit und Angst wegen beruflicher Nachteile dürften die Motive für diese Selbstbegrenzung gewesen sein. Meine erste Westreise führte mich aber nicht nach Westdeutschland, sondern nach Holland. Zusammen mit Fachleuten von der Hogeschool Holland in Baan konzipierten wir einen Fortbildungskurs für sächsische Geschichtslehrer zu Fragen von Religionskunde. Dieser Kurs ist dann auch 2 Jahre in Dresden sehr erfolgreich gelaufen. Ich war einer der deutschen Moderatoren und ich habe bei diesen Veranstaltungen selbst sehr viel gelernt. Mit George Lenkeek, dem holländischen Leiter dieses Projekts, bin ich bis heute befreundet. Zweite Anmerkung. Nach diesem für mich sensationellen Start wurden meine äußeren Grenzüberschreitungen in Richtung Westen häufiger, mit großer Neugierde und einer Mischung aus gewollter Offenheit und gelegentlich aufkommenden Misstrauen bin ich zu unterschiedlichen Veranstaltungen nach Westdeutschland gefahren. Ein Blick in meine Kalender von damals zeigt eine große Reisetätigkeit an. So war ich beispielsweise im Februar 1991 in Nürnberg und in Freiburg, in Weingart und in Stuttgart, in Bonn und in Amsterdam. Meine Kenntnisse in westdeutscher Geografie waren damals mehr als lückenhaft und manchmal wusste ich nicht, wo denn der nächste Veranstaltungsort eigentlich liegt, wie weit er von Dresden entfernt ist und wie ich am besten dahin komme. Unsere jüngere Tochter hat mir damals ein Brillenputztuch mit einer recht guten Deutschlandkarte geschenkt. Es ist eine freundliche Erinnerung, benutze ich bis heute diese Art von Brillenputztüchern. Schon damals fielen bei mir äußere und innere Grenzüberschreitungen oft zusammen. Eigenartigerweise konnte ich in den ersten Wendejahren, also in der Zeit von 1990 bis 1993, mit den holländischen, aber auch mit anderen ausländischen Kollegen leichter umgehen als mit den Westdeutschen. Bei meinen ausländischen Partnern hatte ich das Gefühl, mit ihnen als Gleichberechtigter und Gleichrangiger zu sprechen, mit ihnen auf gleicher Augenhöhe zu verkehren. In den Begegnungen mit Westdeutschen fühlte ich mich meist weniger gut. Ich kam mir irgendwie als Verlierer und Unterlegener vor, hatte Minderwertigkeitskomplexe. Allerdings habe ich immer versucht, meine innere Unsicherheit nach außen zu verbergen. Am 23. März 1990 hatten an der Pädagogischen Hochschule Dresden die ersten wirklich freien und geheimen Wahlen zum Dekan der Pädagogischen Fakultät stattgefunden und ich erhielt eine deutliche Mehrheit der Stimmen. Im Oktober 1990 hatte ich dann als Dekan ein Gespräch mit einem Kollegen von der Pädagogischen Hochschule Weingarten. Zum Abschluss unserer Unterredung übermittelte er mir Grüße von einem Schulfreund aus der alten Heimat in Ungarn. Es dauerte eine ganze Weile, bis ich begriff, wer mich da grüßen ließ. Julius Redling war ein Nachbarjunge aus meinem Heimatdorf Gondor. Wir waren Spielgefährten und Schulkameraden in der ersten Klasse gewesen. Er wurde mit seiner Familie 1946 vertrieben und landete in Südwestdeutschland. Studiert hat er dann in den USA und dort eine Amerikanerin geheiratet. Später kehrte die Familie nach Deutschland zurück. Er wurde Professor für Anglistik an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Seine Frau ist in dieser Stadt Lehrerin. Meine Familie
ereilte das schwere Los der Vertreibung erst 1948 und wir kamen nach Sachsen. Wegen meiner späteren Kontaktverzichtserklärungen verloren sich unsere Spuren vollständig. Und nun diese Grüße. Ich bedankte mich schriftlich und bald konnten wir auch privat miteinander telefonieren. Seit 1974 hatte ich immer wieder und stets vergeblich einen Antrag auf einen privaten Telefonanschluss gestellt. Jetzt, 16 Jahre später und nach dem Untergang der DDR, bekam ich schnell und unkompliziert ein Telefon. Auch ein spürbarer Wendegewinn. Vom 17. bis 21. Februar 1992 war ich an die Pädagogische Hochschule Weingarten eingeladen, um dort ein Kompaktseminar für Geschichts- und Geografiestudenten zu veranstalten. Es ging um die historisch-politische Bildung in der DDR und um ihre prinzipielle Erneuerung in Ostdeutschland. Natürlich wohnte ich bei Redlings. Die erste Nacht haben wir fast ganz durchdiskutiert. Anfangs hatte ich ein schlechtes Gewissen. Nicht nur wegen meines grundlegenden weltanschaulich-politischen Irrtums, sondern auch wegen meiner feige unterschriebenen Kontaktverzichtserklärung. Julius und Mary Redling haben mir mit ihrer Offenheit und Herzlichkeit schnell meine Beklemmung genommen. Julius Redling und ich sind die ersten Professoren aus unserem kleinen Heimatdorf. Wir sind aus der gleichen Quelle gekommen, dann aber durch die Vertreibung ohne unser Zutun in gegensätzliche weltanschaulich-politische Strömungen geraten. Diese haben uns geprägt und auseinandergeführt. Jetzt, nach dem Zerfall der DDR, begegneten wir uns, auch eine Form deutscher Wiedervereinigung, und für uns beide ein Wendegewinn. Inzwischen war ich wiederholt in Weingarten, wir stehen über Telefon und Internet in guter Verbindung. Julius Redling und seine Frau gehören zu der für mich ganz wichtigen, aber zunächst kleinen Gruppe von Westdeutschen, mit denen ich frühzeitig unverkrampft und ohne Minderwertigkeitskomplexe umgehen konnte. Ich habe und hatte bei ihnen stets das Gefühl, dass sie mir ein Recht auf weltanschaulich-politischen Irrtum zugestehen, mir eine Chance auf Wandel wünschen und mir die Kompetenz für diesen Wandel zutrauen. Dritte Anmerkung. Schließlich wurden meine Grenzüberschreitungen in Richtung Westen zum Alltag. Im Sommersemester 1995 hatte ich an der Universität Hamburg eine Vertretungsprofessur für Geschichtsdidaktik. Im Jahr darauf habe ich ein halbes Jahr bei der Körperstiftung Hamburg gearbeitet. Ich war beteiligt am Start der Publikationsreihe Miteinander leben in Europa. Und von 1996 bis 2000 habe ich in Bonn gearbeitet. Bei der Aktion Gemeinsinn konnte ich zusammen mit einem pensionierten Bundeswehrgeneral, Historiker, die bundesweit agierende Arbeitsstelle für bürgerschaftliche Initiative, freiwilliges Engagement und Ehrenamt aufbauen und leiten. Dienstreisen führt mich dabei in alle Bundesländer. Wir haben zahlreiche Veranstaltungen organisiert, meist in den neuen Bundesländern, um Westdeutsche und Ostdeutsche zum Gespräch zusammenzubringen und so zur inneren Einheit Deutschlands beizutragen. Wöchentlich bin ich von Dresden nach Bonn gependelt. In meinem früheren Leben war Bonn für mich viel weiter weg gewesen als etwa Moskau. Und nun war dieses einst feindliche und unerreichbar ferne Bonn mein Arbeitsort geworden. Vierte Anmerkung. Wichtiger als die äußeren Grenzfälle und Grenzüberschreitungen sind für mich die inneren gewesen. Ich habe unter Mühen und mit Anstrengungen mein früheres geschlossenes Welt- und Geschichtsbild aufgebrochen und überwunden. Wir waren als Anhänger der sozialistischen Ideologie von der Existenz einer einzigen Wahrheit zur Erklärung von Welt, Geschichte, Menschsein und vom eigenen Besitz an dieser Wahrheit ausgegangen. Diese Überzeugung, dieser Glaube hatte die Belehrung und Bekehrung möglichst aller Menschen zu dieser einen Wahrheit als Konsequenz. So war ich ein Akteur der Erziehungsdiktatur DDR, ein wohlmeinender Überzeugungstäter geworden und gewesen. Und nun konnte ich diese Grenzen sprengen, mir Denkweisen und Wertestrukturen einer offenen Gesellschaft aneignen, einer multiperspektivischen Betrachtung von Welt, von Geschichte, von Menschsein. Ich habe dafür viel gelesen, aufmerksam zugehört, offen und lernwillig diskutiert. Bisher von außen durch die Misstrauens- und die Kontrollrituale der DDR-Gesellschaft verwehrte,
und durch Selbstzensur abgewehrte westliche Geistes- und Kulturgeschichte wurde nachgeholt. Fünfte Anmerkung. Aber in der neuen, offenen Gesellschaft zunehmend besser und bewusster angekommen, habe ich auch hier Grenzsituationen erfahren. Musste ich mich neuen Grenzfällen stellen und sie zu bewältigen versuchen. Ein erster Grenzfall hieß Arbeitslosigkeit. Aus politischen Gründen hatte ich meine Arbeit verloren. Bei meinem ersten Gang zum Arbeitsamt brach eine ganze Welt in mir zusammen. Der bis dahin unbekannte und undenkbare Zustand von Arbeitslosigkeit erschütterte mich zutiefst, versetzte mich in eine Sinnkrise. Geholfen hat mir mein vielseitiges ehrenamtliches Engagement. Dieses freiwillige und unbezahlte Tun vermittelte mir das Gefühl von Gebrauchtwerden und Nützlichsein. Es erhielt oder verschaffte mir soziale Kontakte, bewahrte mir wichtige Kompetenzen, vermittelte mir neue. Diese verhalfen mir dann zu neuer Beschäftigung, wenn auch nur in befristeten Arbeitsverhältnissen. Bis zum Beginn meines Rentnerdaseins war ich insgesamt 5-mal arbeitslos. Mein zweiter Grenzfall meint den polarisierenden Umgang mit der DDR-Vergangenheit durch uns Ostdeutsche selbst. Da war oft Schwarz-Weiß-Malerei angesagt. Verteufelung und Verklärung standen sich unversöhnlich gegenüber. Für die politischen Verhältnisse mögen derartige Polarisierungen ja noch angehen. Für die Beurteilung des gelebten Lebens der meisten Menschen sind sie weder verantwortbar noch zukunftsfähig. Ich habe diese verhärteten und beinahe feindseligen Positionen zwischen Ostdeutschen deutlich und voller Sorge wahrgenommen und versucht, dagegen etwas zu tun. Das bedeutete vor allem aufmerksames Zuhören und offenes Gespräch, ehrlich und möglichst ohne Vorurteile. Und ich begann, von mir selbst offen, ehrlich und selbstkritisch zu reden, von meinen Ansichten und Absichten, meinem Suchen, meinem Irren, meinen Veränderungen und Korrekturen. Den Mut machen, den Anstoß für ein autobiografisches Reden und Schreiben hat mir Friedrich Schorlemmer, Pfarrer an der Schlosskirche in Wittenberg und Mitglied der Friedens- und Umweltbewegung in der DDR, gegeben. Am 28. Januar 1995 habe ich in seiner Veranstaltungsreihe Lebensweg von meinem Leben erzählt. Dabei war ich als einstiger überzeugter sozialistischer Hochschullehrer Gesprächspartner eines jungen DDR-Oppositionellen, der in Bautzen inhaftiert gewesen war. Meine öffentlichen, mündlichen und schriftlichen Äußerungen führten gelegentlich dazu, dass ich zur gleichen Zeit und für die gleichen Ansichten von manchen Ostdeutschen als charakterloser Wendehals und von anderen als unbelehrbare rote Socke angesehen worden bin. Ein dritter Grenzfall meint das Verhältnis von Ostdeutschen und Westdeutschen, wechselseitige Vorurteile und Verständigungsschwierigkeiten, also die innere Einheit Deutschlands. Ich registrierte voller Sorge wechselseitig viele Vorurteile und ich wollte ein wenig dazu beitragen, diese abzubauen. Ostdeutsche und Westdeutsche sollten mehr voneinander wissen, sich besser kennen und so besser anerkennen lernen. Durch meine Arbeitsstellen und meine vielen Reisen in den alten Bundesländern glaubte ich, die beiden Perspektiven der Ost- und Westdeutschen recht gut zu kennen und zwischen Ost- und Westdeutschen wirksam dolmetschen zu können. Die Wossis, die Westdeutschen, die nach der Wende in den Osten gekommen waren, hatten in meinen Augen die gleichen Vorteile. Auch sie vereinigten beide Perspektiven. Und sie konnten als Dolmetscher, als Moderatoren zum Zusammenwachsen und Zusammenwachsen von Westdeutschen und Ostdeutschen wirksam beitragen. Gemeinsam mit Wossis organisierte und organisiere ich im Haus der Bürgerstiftung Dresden, einem der Orte meines ehrenamtlichen Engagements, Erzählwerkstätten. In diesen kommen Menschen zusammen, die im normalen Leben wahrscheinlich aneinander vorbeileben würden. Ostdeutsche und Westdeutsche, Ältere und Jüngere mit unterschiedlicher beruflicher und politischer Prägung. Und sie erzählen aus ihrem Leben und reden darüber miteinander. Verstehen beginnt mit Zuhören. Sechste Anmerkung. Im Verlauf der letzten Jahre habe ich immer deutlicher begriffen, dass die innere Einheit Deutschlands ein psychosozialer Langzeitprozess ist. Denn dabei geht es vor allem um das Aufbrechen und Ändern von mentalen und emotionalen Tiefenprägungen. Äußere Grenzfälle, die geschehen in der Regel plötzlich, schnell und oft auch laut. Innere Grenzfälle, innere Grenzüberschreitungen verlaufen meist langsam, langzeitig und still. Bei der inneren Einigung in unserem Lande geht es also in besonderer Weise um innere Grenzfälle, um innere Grenzüberschreitungen. Geduld und langer Atem sind angesagt.
mit sich selbst und mit seinen Mitmenschen. Mit Erstaunen und Genugtuung registriere ich bei mir derartige Langzeitänderungen. Heute beanspruche ich für mich ein Menschenrecht auf weltanschaulich-politischen Irrtum und ebensolchen Wandel. Selbstbewusstsein und Schuldbewusstsein gehören für mich zusammen. Lebenslanges Lernen ist mir ganz wichtig und in der Rückschau stelle ich fest, wie für mich viele frühere Undenkbarkeiten zu einer alltäglichen Normalität geworden sind. Meine Frau ist in der Geschäftsleitung eines bundesweit agierenden westdeutschen Unternehmens tätig. Als einzige DDR-Hochschullehrerin hat sie als eine späte Quereinsteigerin zu einem sinnerfüllten Leben als Managerin gefunden. Unsere ältere Tochter lebt mit ihrem Mann in Baden-Württemberg. Beiden hatten noch vor dem Mauerfall die DDR verlassen. Unerlaubt hatten sie die Grenze zum Westen überschritten. Unsere jüngere Tochter lebt und arbeitet in Paris. Ihr Mann ist Bretone. Ein französischer Schwiegersohn in der DDR wäre das für uns absolut unvorstellbar gewesen. Westdeutsche waren in unserem früheren Leben ein Tabu. Heute sind sie eine Selbstverständlichkeit. Uns besuchen Bekannte und Freunde aus mehreren alten Bundesländern, aus Holland und aus Japan und natürlich aus Frankreich. Bei Reisen steht uns heute die ganze Welt offen, wenn es denn unser Interesse ist und es unser Geldbeutel zulässt. Unsere ersten Urlaubsreisen nach der Wende hatten uns zu Orten geführt, die ein Hochschullehrer für Geschichtsmethodik eigentlich kennen sollte, die mir aber in der DDR verschlossen waren. Endlich auf die Akropolis steigen, endlich auf dem Forum Romanum stehen. Bis 1989 hatte ich mich mit den äußeren und inneren Grenzen in Richtung Westen, in Richtung Demokratie, in Richtung Pluralismus abgefunden. Ich hatte mich an sie gewöhnt. Und da ich sie fast als normal angesehen habe, habe ich das Dahinterliegende eigentlich nicht vermisst. Diese selbstgerechte und provinzielle Genügsamkeit konnte ich nun abstreifen. Obwohl ich älter geworden bin, bin ich neugieriger geworden, suchender, wählerischer. Und zugleich toleranter als früher. Hatte ich mich in der unmittelbaren Wendezeit als Wendeverlierer gefühlt, so sehe ich mich heute eher als einen Wendegewinner. Dass in der Regel von außen erfolgte und angestoßene Fallen mancher äußerer und innerer Grenzen sowie die von mir selbst vollzogenen inneren Grenzüberschreitungen waren und sind für mich in der Summe ein Zuwachs an Wissen, an Meinung, an Toleranz, an Selbstverwirklichung. Siebte Anmerkung. Aber ich bin nicht ohne Sorgen und Befürchtungen. Ich registriere zunehmend eine gewisse Grenzenlosigkeit, auch dort, wo unser freiheitliches, demokratisches, soziales Gemeinwesen auf Grenzen angewiesen ist. Wir sollten äußere und innere Grenzen beibehalten gegenüber Gewalt und Unrecht, gegenüber Intoleranz und Hass. Hier dürfte es keine äußeren Grenzwelle und keine inneren Grenzüberschreitungen geben. Freiheit ist ja nicht nur schön, sondern auch anstrengend. Ich habe dies an mir erlebt, als ich mit der Wende gewissermaßen von einer Einbahnstraße auf die freie Piste gelangt bin. Freiheit verträgt sich nicht mit Gleichgültigkeit, nicht mit Grenzenlosigkeit gegenüber Menschenwürde, Mitmenschlichkeit, Wahrhaftigkeit, Gerechtigkeit, Friedfertigkeit. Auch auf der freien Piste brauche ich Grenzen, Begrenzungen, gerade auch Selbstbegrenzungen, damit ich auf ihr nicht Mitmenschen gefährde. Hier ist die Politik mit der Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen gefordert. Die Medien und die Schulen sind zu verantwortbaren und selbstkontrollierten Handeln aufgerufen. Vor allem aber sind wir als Bürgerinnen und Bürger in der Pflicht zu einer eigenen Vorbildwirkung für gemeinwohlorientiertes und soziales Engagement. Das war der Text, den ich vor 10 Jahren aufgeschrieben habe. Und ich habe jetzt nachgedacht, 10 Jahre später doch, ich könnte ihn so schreiben, mit 2 kleinen Änderungen. Eine erfreute, meine Frau inzwischen auch Rentnerin, wir haben 2 deutsch-französische Enkeltöchter. Wir kennen inzwischen Paris besser als Berlin, weil wir viel öfter dort sind. Und eine etwas negative. Ich würde die 7. Anmerkung ausbauen und bekräftigen. Meine Enttäuschung über die durch die friedliche Revolution gegebenen Möglichkeiten, die vorhandenen Chancen, die nicht genutzt worden sind, ist größer geworden. Das, was aus der Revolution hätte werden können und was nicht gewesen ist, das ist etwas, was mich bedrückt. Den Punkt würde ich ausbauen. Damit, meine Damen und Herren, verlassen wir die 2. Erinnerungsebene, kommen zur 3.
zum heute, zum Diskussionsteil. Diskussion bedeutet wie immer, dass Sie Fragen stellen können heute an Edita, Radio Monk und an mich. Deswegen, Frau Tar, wenn Sie sich hier auch mit hersetzen könnten. Also Sie können Fragen stellen an uns zu dem, was Sie von uns gehört, gesehen haben. Aber die dritte Erinnerungsebene bedeutet vor allen Dingen, Sie sollten zu Wort kommen. Nachdenken, 25 Jahre, ein Vierteljahrhundert nach der Friedlichen Revolution, vielleicht eingeengt darauf, wie hat diese Revolution mein Leben verändert, wie hat sie darauf eingewirkt. Sind meine Wünsche, meine Erwartungen von 1989, 90 erfüllt worden, wie weit sind sie erfüllt worden, und waren meine Befürchtungen von 1989, 90 vielleicht in gewisser Weise berechtigt. Also wenn Sie sich dazu äußern könnten und damit möglichst viele zu Wort kommen. Es geht weniger um allgemeine lange Reden, um möglichst konkrete Beiträge. Und noch eine herzliche Bitte, warten Sie mit dem Reden, bitte das Mikrofon in der Hand haben, nur dann können Sie von allen verstanden werden. Damit also zum letzten Teil zur Diskussion, Fragen an Edita, Radio Monk und mich und dann diese Erinnerungen über die Auswirkungen der Wende auf Ihr Leben.